Seit September 2003 ist die Bartenbach-Lichtakademie eröffnet. Das Gemeinschaftsprojekt der Uni Innsbruck und Bartenbach-Lichtgestaltung ermöglicht jungen Initiativen Menschen, einen Universitätslehrgang für Lichtgestaltung zu absolvieren. In Vorträgen, Seminaren und praxisbezogenen Projekten sollen den Studierenden die Zusammenhänge von Licht- und Raumplanung nähergebracht werden. Lehrgangsleiter ist Christian Bartenbach, der Gründer und Geschäftsführer von Bartenbach Lichtlabor selbst. Die Ausbildung ist viersemestrig. Das Besondere daran ist, dass man die Vorlesungen im Licht, in dem auch nicht nur die Technik eingebunden ist, sondern die Architektur, die Wahrnehmungspsychologie und auch die kaufmännische Seite, die ein Lichtbüro später benötigt, um existieren zu können, ist gekennzeichnet durch die Vorlesungen, die aber unmittelbar mit Seminaren, mit praktischen Projekten verbunden sind. Eröffnet wird der neue Lehrgang gleich mit einem sehr ehrgeizigen Projekt. Auf Anfrage der Stadt Rattenberg sollen die Erstsemestrigen Pläne zur Belichtung der schattigen Stadt bei Tag und bei Nacht erstellen. Für dieses Vorhaben werden gleich in mehreren Städten mit ähnlicher Problematik Lichtstudien erstellt. Für das erste Semester sind es drei Projekte. Das ist einmal Rattenberg, also eine Ortschaft, die beschattet ist, also wo im Winter fast überhaupt keine Sonne hinkommt, aber auch an gewissen Teilen auch im Sommer. Und das wird durch eine eigene Spiegelumlenkung, die Sonne dann in der Richtung, wo sie nicht hinkommt, umgelenkt wird, zoniert hingebracht. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil man ja die ganze Stadt nicht besonnen kann, auch nicht mit Spiegel, sondern solche partiellen Teile heraussuchen muss, die dann den Sonneneindruck geben. Und es wird natürlich auch das Nachtbild gestaltet und die Eingangssituationen, sodass die Stadträume entstehen durch Licht. Und das wird in Modellsimulation dargestellt und aber auch den ganzen Bürgermeister und den Stadtrat durch die Studenten auch vorgestellt. Also damit ist das ein absolut praktischer Vorgang. Schon bald könnte die Belichtung Rattenbergs Realität werden. Ja, für die Lebensqualität hat es die Auswirkung, dass die Stadt besser angenommen wird, auch eine Aufwertung passiert. Nicht, weil besandte Wohnungen und besandte Zonen sind natürlich anders zugänglich, als wie das im anderen Fall so ist. Und außerdem die Nachtbeleuchtung und auch die Attraktion, die damit verbunden ist mit dem gesamten, bringt einem Tourismus mehr Personen.